meine persönliche Idee, wie ich auf die Zukunft aussieht, ist eigentlich, dass viele Alltagssituationen, wo ich heute meine Gebrauchsgegenstände kaufe, dass das intelligente System wäre für mich ausführen, dass jetzt ein intelligenter Kühlschrank oder ein virtueller Assistent daheim ist, dass das eigentlich von denen übernommen wird und mir so mehr Zeit gibt, wenn ich einkaufe, für mehr Erlebnis- und Inspirationsthemen. Ich arbeite für die Mikroindustriegruppe, bin dort strategische Projektleiter und verantwortlich für die digitale Vermarktung mit neuen Technologien und Innovationen. Im Bereich E-Commerce sind gesammelte Daten natürlich da, um nachher die ganze Werbung zu planen. Also, welchen Content gebe ich raus, wen gebe ich den Content raus, wen erreiche ich die Personen damit, wo eigentlich immer direkt auf sein Kundenverhalten zurückgespielt wird. Für uns sind relevante Kundendaten Daten, wo wir sehen, wie sich der Kunde verhält. Wen kauft er ein, wo kauft er ein, welche Produkte hat er eingekauft. Wenn wir vom Online-Shopping her gehen, ist es für uns spannend, um zu sehen, welche Produkte hat er schon eingekauft, wo könnte er Interesse haben, um enger eigentlich Informationen weiterzugeben, was für ihn interessant ist. Dass wir nicht jedem Kunden alle Informationen zuspielen, sondern nur da, was eben einen persönlichen Mehrwert gibt. Daten geben sicher ganz neue Möglichkeiten im Bereich Pricing. Das ganze Personality Pricing, Preise werden nach der Kaufkraft der Konsumenten gesetzt. Es sind verschiedene Sachen heute im Markt unterwegs. Ob sich wird das durchsetzen, vor allem in welchen Bereichen, wird eigentlich spannend. Aber wenn man heute schon anschaut, im Online-Markt ist das eigentlich wie schon an vielen Orten absoluter Standard, dass ich andere Preise habe. Das, was wir heute sehen im Bereich Online, ist mehr und mehr eigentlich auf der Fläche möglich. Also wenn wir auf Google Analytics haben, die ganze Analyse wird in Zukunft als Ziel sein, solche Themen, Daten entsprechend auch bei einem physischen Einkauf zu sammeln, zu analysieren und teilweise wieder mit Online zusammen zu verbinden. Vielleicht ein konkretes Beispiel, wenn wir zum Thema Datensammeln und Datenausspielung auf der Fläche kommen. Heutzutage ist es gut möglich, einfach möglich, mit moderner Technologie Erkennungen von Gesichtern zu analysieren. Das heisst, ich sehe, wer läuft an meinem Werbeplakat, an meinem Digitalen vorbei, wie alt ist die Person, was hat sie für eine Herkunft, was hat sie gerade für einen Mood eigentlich, ist sie gut aufgelegt oder schlecht. Die Daten werden im Hintergrund analysiert und gleichzeitig wird dann innerhalb von Millisekunden wird eigentlich eine entsprechende Werbung geschaltet. Das heisst, für die jüngere Person kommt dann mehr Werbung für einen Snacking-Artikel über und eine ältere Person kommt dann vielleicht eher eine Werbung über einen Praline-Artikel, wo eher zu ihrem Kaufverhalten passt. Die Kühlschränke, die man schon 5 Jahre sagt, die selber bestellen. Samsung ist, glaube ich, jetzt irgendwie ein Typ dran, der langsam einen Standard bekommt, der so vor ein paar Jahren vielleicht wie eine, so eine Zukunftsmusik war. Und heute ist es eigentlich wie, es funktioniert schon. Also, den Roboter haben wir eh schon alle daheim. Die Rasenmäher-Roboter, Staubsauger-Roboter, das war wieder der erste Schritt gewesen. Dass der nächste Roboter kommt, der dich vielleicht im Haushalt unterstützt, oder ein virtueller Assistent, wo das irgendwie, ob das ein Echo ist oder ein Google Assistant, dann wird es die nächste Stufe sein und man wird wie so Schritt für Schritt mehr und mehr an die Technik angeführt, dass man eigentlich heute auch die Breitbevölkerung gar keine Angst mehr muss haben. Es ist, wie so, es ist nicht von 0 auf 100, es ist immer so etappenweise, wie es kommt. Ich fühle mich auch als gläserner Konsument. Ich weiß, welche Daten von mir draußen sind. Über mich weiß man vermutlich, die grossen Konzerne wissen alles über mich. Auf der einen Seite sehe ich es als Chance für mich. Ich komme relevante Informationen über. Wenn ich heute mein Handy bei mir habe, habe ich die Informationen über Google, die mir eigentlich einen Mehrwert geben, teilweise. Auf der anderen Seite sicherlich mit so einem gewissen Respekt dafür, dass Daten verwendet werden. Ich sehe es persönlich, aber das ist meine Meinung, als Vorteil, wenn ich mit meinen Daten an Informationen komme, die auf mich zugestimmt sind.